Hi, mein Name ist Green. Ich bin 67 und gefangen in Tschernarus im Körper eines jungen Mannes. Ich versuche zu überleben. Das ist meine Geschichte. Ich habe glücklicherweise ein Schild gefunden. Svetlajarsk heißt das übersetzt. Mir ist kalt, ich habe Hunger. Ich muss jetzt schnell Kleidung und Nahrung finden und was zu trinken. Ich muss sehen, dass ich schnell zu ein paar Sachen komme. Ein Rucksack wäre nicht schlecht. Tür ist auf, da war schon jemand. Also laut einer Karte, die ich gesehen habe, müsste ich hier ziemlich im Nordosten sein. Irgendwo, ich glaube, da müsste das Meer sein. Im Moment habe ich noch sehr wenig Zombies gesehen. Ein Glück für mich. Sehr viel Zeug hier drin. Okay. Bin froh, dass ich noch keinen gesehen habe. Obwohl mir kann außer dem Tod nichts passieren. Jedenfalls bin ich noch keine gute Beute. Vielleicht lassen die mich deshalb in Ruhe. Ist manchmal auch was drin. Die Türen sind schon auf. Das heißt, da war schon jemand drin. Gucken, ob ich was für einen Hunger finde. Oh, die Sonne kommt. Das ist schön. Dann sehe ich sofort mehr. Finde nichts hier in dem Baum. Viermal versuche ich's, dann reicht's. Ja, kein Apfel. Den nochmal. Das ist schlecht. Nur ein dünnes T-Shirt. Ah, ich habe was gefunden. Den werde ich schnellstens verdrücken, wenn ich ein bisschen zu Kräften komme. Nochmal einmal auf Apfel drücken. Die Zeit muss sein. Nee, nichts, also weiter. Da liegt doch was. Tja, das besser wie der T-Shirt jetzt, weiß ich nicht. Jetzt sehe ich jedenfalls rustikaler aus. Das nehme ich mit, da kann ich mir, sobald ich ein Messer habe, ein paar Verbände rausdrehen oder schneiden. Boah, mit dem Blau falle ich aber viel mehr auf. Egal.
hoffe, ich laufe in der guten Richtung. Glück, dass hier keine Zombies sind, bis jetzt. Hochhaus, da kann man gut gesniped werden, wenn man nicht aufpasst. Aber auch wenn man aufpasst. Die sind ja schließlich versteckt. Meistens. Okay, nichts gefunden. Da kann man nichts finden. Den Ruinen weiß ich nicht. Hier in den Garagen sind meistens was drin. Aber hier war schon jemand. Ah, ein bisschen übrig gelassen. Schuhe, dauernd Schuhe. Ich brauche jetzt noch keine. Das darf doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen woanders hin. Was lag da? Ein Messer, das ist Gold wert. Ach, da muss ich erstmal eben Platz machen. Mit dem Messer kann ich nämlich mein altes T-Shirt zerschneiden. Die tue ich zusammen. Das Messer nicht vergessen. Ein Messer ist Gold wert hier in diesem Spiel. Verbände sind auch wichtig, falls mir was passiert. Manchmal höre ich Geräusche, da denke ich, da steht jemand. Wasser. Ich werde mich jetzt mal voll trinken. Umdrehen nicht vergessen. Ich friere. Muss noch mehr trinken. Ich muss richtig voll Wasser sein. Damit ich länger laufen kann. So, ich habe genug getrunken. Jetzt brauche ich dringend was Warmes zum Anziehen und Hunger habe ich. Das ist nicht so gut wie das, was ich habe. Nichts offen. Okay, da ist noch so ein Haus. Tja, die Garage, war das die, wo ich gerade war oder nicht? Ich kann mir das immer so schlecht merken. Ich glaube nicht, das sind hier drei. Da waren auch voller Schuhe bei den anderen. Schon wieder ein Schuh. Lass uns mal in dieses Haus gehen. Ach, das ist das Pianohaus. Ein Kuli, keine Ahnung, was ich damit soll. Kann man damit
auf ein Stückchen Papier schreiben. Ich habe gehört, dass das gehen soll. Ob das schon in dieser Version, weiß ich noch nicht. Und dann könnte man so Nachrichten an den irgendwo hinterlassen. Ob an den Türen, an den Wänden, ich weiß nicht, wie man das fixieren kann. Ich habe das noch nicht ausgefunden. Dafür bin ich hier zu frisch. Theoretisch habe ich mir schon vieles von anderen angeguckt. Ah, ich hätte schwören können, da habe ich einen Zombie gehört. An den Bahngleisen. Könnte man mit der Lok fahren? Ist da Diesel drin? Das wäre doch ein Knüller. Ich sehe hier aber gar nichts. Brauchbares, meine ich. Schöne Diesellok. Das ist doch eine Kneipe. Die ganzen Türen, die auf sind, die machen mich nervös. Vor allem dann kommen die Leute rein, ohne dass ich sie höre. Ein Buch, was soll ich mit dem Buch? Ich brauche Futter. Munition, passende Waffe dazu. War nix. Manchmal ist auch was auf den Dächern. Ich gehe mal eben gucken. Ja, ich sterbe so langsam vor Kälte. Wenn es gleich dunkel wird, bin ich weg. Dann war es das gewesen. Dann habe ich wenigstens noch den schönen Sonnen. Ist das Aufgang, Untergang? Müsste Aufgang sein, weil jetzt eben Nacht. So, das ist für mich eine Sackgasse. Hier ist auch gar nichts. Jetzt muss ich diese Leiter wieder finden, sonst komme ich hier nicht mehr runter. Vertane Zeit war das. Braucht dringend warme Kleidung. In dieser Kneipe war ich schon. So, lass uns mal hier weitergehen. Ich laufe gerne ein bisschen am Rand, dass man nicht so sichtbar ist. Da ist der Hafen, ob da was zu holen ist. Vielleicht muss ich auch einfach eher in die Stadt als hier in der Industrie. Ja, der Supermarkt hat auch nicht auf, ist leer. So, das ist gefährlich. Unbewaffnet in der Stadt. Tja, war das jetzt mein Pianohaus von jetzt eben oder ein neues? Ich weiß es nicht. Ich finde nichts. Wenn ich gleich umkippe, war es das. Gehen wir mal hier hoch, Garage. Ja, Schuhe gibt's genug in dem Laden hier. In der Stadt, meinte ich.
muss wahrscheinlich hier raus. Wo könnte man irgendwas finden? Eine Eckkneipe. Da gibt's doch was zu trinken. Auch nichts Verstecktes. Gut. Hier mal gucken. Nee, gar nichts. So, wenn da das Meer ist, ist das Osten gewesen. Dann muss ich jetzt die Richtung rennen, um mal woanders hinzukommen. Boah, ich finde sowas von gar nichts. Das habe ich gesagt, die Richtung. Zwischendurch immer mal reingucken. Die Richtung wollten wir. Ein Baum. Vielleicht finde ich hier ein Äpfelchen. Und kalt ist mir. Ist alles schon geplündert. Dabei täte mir so ein Äpfelchen jetzt gut, nicht nur wegen den Vitaminen. Oh, ich habe was gefunden. Sofort essen. Damit ich nicht umkippe. Schon wieder was gefunden. Das ist super. So, noch ein Versuch. Ich habe gerade eine glückliche Hand. Ja. Nochmal. Nochmal was gefunden. Zwei Äpfel, ja, das ist doch ein Glücksfall. Guter Baum. Dann werde ich wenigstens nicht den Hungertod sterben. Hier war doch noch keiner, die Tür war zu. Bin trotzdem nix. Ah, die erschreckt mich immer, die Puppe hier. Mensch! So, Sonne ist da, dann laufe ich hier noch gut. Tja. Sieht das nicht herrlich aus hier? Herrlich, das wird mein Grab sein, wenn ich nicht bald eine warme Jacke finde. Da liegt was. Sprechgerät. Das ist so unnütze wie ein Kropf.
So, ich bin weg. Die Tankstelle nehme ich nochmal mit. Eine schöne Landschaft. Mir ist kalt. Hier sehe ich auch nichts drin, da sehe ich Kleidung. Eine Jacke. Ja, herzlich gern. Wenn ich auch aussehe wie ein Clown. Da habe ich zwei Taschen mehr. Das ist auch nicht schlecht. Was ist das? Beiges T-Shirt. Nehme ich. Damit kann ich mir Verbandszeug machen. Weiß ich nicht, ob das hiermit auch geht. Versuchen. So, und kann ich auch Feuer mitmachen, wenn ich es denn kann? Nee, die nehme ich mit. Ah, schlecht sortiert. Ich muss mir unbedingt, wenn ich einen Kartoffelsack fände. Könnte ich mir, glaube ich, einen Rucksack machen, einen kleinen. Nix. Wo ist denn das Häuschen? Da. Das war's. Gut, ich muss hier weg. Ich einen Kompass fände, wäre auch gut. So, ich laufe jetzt mal ein bisschen. Der Anfang ist schwer. Ich habe so gut wie keine Beute gemacht in dieser Stadt. Die magere Bilanz für den ersten Teil, eine Jacke und ein Küchenmesser. Aber mir geht es gut und ich denke, es kann nur besser werden. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im zweiten Teil, wenn ihr möchtet.